Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, jetzt war ja vor kurzem die Gründungsveranstaltung von diesem Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, neue Partei in Deutschland, der mal eine grandiose Zukunft zumindest kurzfristig voraussagt. Und es ist natürlich wichtig aus der Perspektive eines Münchners, es nutzt ja nichts, wenn die in Berlin tolle Abgeordnete haben. Man muss ja auch auf Landesebene verankert sein. Und deshalb habe ich mich heute hier an diesem Stammtisch mit Menschen zusammen bestellt, die mir sagen sollten, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie in diesem Bündnis Sarah Wagenknecht praktisch einer Ortsgruppe angehören wollen würden und in der auch tätig sein könnten. Herr Kreisel. Ja, man muss sehen, wie weit die Gründung dieses Bündnisses die Parteienlandschaft in Deutschland überhaupt berührt. Wir haben ja nicht nur die Gründung von Sarah Wagenknecht, wir haben den Maaßen, der auch eine Partei gründet. Dann kommt jetzt der Erdogan, der auch eine Partei gründen will, habe ich gelesen. Wie weit das unsere Parteienlandschaft beeinflusst, das muss man heute jetzt abwarten. Ja, aber man muss immer ein bisschen misstrauisch sein, so gegenüber so Meinungsforschern. Aber was jetzt die Wagenknecht betrifft, der sagen sie zweistellige Ergebnisse voraus. Und selbst wenn diese Ergebnisse nicht zweistellig werden, aber nur über 5% liegen, dann hockt die irgendwo im Mai. Dann ist sie im Parlament. Ja. Aber Herr Kreisel, Sie mit Ihrer Erfahrung, hätten Sie nicht Lust, da so Ortsvorsitzender zu werden? Nee, bestimmt nicht. Das ist nicht nur, was mit der Erfahrung betrifft und was sonst was betrifft. Das hängt auch mit meinem Alter zusammen. Allmählich will ich meine Ruhe haben mit diesen Dingen. Ja. Ich beschäftige mich damit. Ja. Ich lebe damit. Und habe meine Beobachtungen und ich wiederhole mich. Aber Herr Kreisel, bei uns in der Politik geht mir immer so ein bisschen das Wirken von so Altvorderen wie von Ihnen ab. Das sind meistens junge Leute, die sich profilieren wollten, die im Jetzt leben, aber keine Perspektive haben oder auch keine Erfahrung, die Sie zweifelsohne mitbringen würden. Ja gut, das würde ja bedeuten, dass ich mich politisch engagiere. Das mache ich nicht. Das mache ich bestimmt nicht. Auch wenn es dringend notwendig wäre? Es wäre nicht nur, was meine Person betrifft, um Gottes Willen. Es wäre überhaupt notwendig, dass wir ein breiteres Engagement haben. Aber das wird nicht passieren. Das ist so eingefahren. So sehe ich das. Bündnis Sarah Wagenknecht. Gar nicht so sparsam. Nein, das tut mir leid, aber ich muss sagen, aber Respekt vor der, was heißt Respekt, ist ein Schmand, aber auf alle Fälle, dass sie aus dem Stand so einen Haufen Prozente kriegt, das ist schon irgendwie eigenartig, gell? Ich weiß nicht warum. Aber auf alle Fälle, ich hoffe, dass diese großen Parteien in Bayern, die große Partei, endlich einmal zu denken aufhängt und sagt, so geht's nicht mehr weiter. Wirklich, aber diese große wirklich. Partei in Bayern, die hat nach wie vor ihre Prozente, verstehst du? Ja, und die schreibt es nicht unter, also einstellig dahin, sondern... Ja, das schon, aber auf alle Fälle, dass diese kleinen Parteien auch so einen Zulauf haben. Das ist mir und... Naja, es hat einfach damit zusammen, dass die Großen so einen Ablauf haben, verstehst du? Das ist doch nicht erwiesen. Das ist eine Prognose jetzt. Das muss man einfach abwarten, wie ich gesagt habe. Man muss die Wahl abwarten. Da muss man sehen, wo sie liegt in ihrem Einfluss in der Parteienlandschaft. Also Sie, Herr Kreisel, Sie sagen, dass das unrealistisch ist. Die Vorhersage, ja, unrealistisch, das ist einfach so dahingesagt. Das ist ja, da ist keine Basis da. Man muss sehen, wie sich das entwickelt nach der Wahl. Dann sehen wir mal. Man muss vorsichtig sein. Da gibt es Meinungsforschungsinstitute, die rufen 1500 Leute und dann haben die einen repräsentativen Querschnitt. Bei 1500 Leute haben sie keinen repräsentativen Querschnitt. Wir haben eine starke Behauptung, also Schwabe. Ja, aber es läuft aber so. Ja, es läuft so. Ja. Wir sind über einen Kamm scherbar, Herr Kreisel. Das ist unser Schicksal, unser menschliches. Aber man sollte es jetzt zunächst nicht glauben. Die Realität ist die Wahlurne. Da schauen wir mal.
Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. München tut gut. Das sind viele kleine Impulse für ein nachhaltiges, gesundes und zugewandtes Leben. Wir machen uns für Sie jede Woche auf die Suche nach inspirierenden Geschichten und Ideen, wie wir uns selber, anderen Menschen oder unserer Stadt etwas Gutes tun können. München tut gut. Immer donnerstags um 18.45 Uhr auf München TV. Du willst dein eigenes Buch schreiben. Bei Meet Your Master zeigt dir der Bestsellerautor Sebastian Fitzek, wie du deine Idee zu Papier bringst und dein erstes Werk veröffentlichst. Lerne von den Besten. Hol dir jetzt deinen Online-Kurs auf meetyourmaster.de. Irgendwas ist immer. Größtes Jubiläumsfinale bei XXXLutz. Der Genesis Electrified GV70. Bis zu 455 Kilometer Reichweite. Maximale Power mit 490 PS. Immer dynamisch, jetzt elektrisch. Der Genesis Electrified GV70. Meet Your Master, der Talk. Mein Gast, Dr. Müller-Wohlfahrt, einer der renommiertesten Sportmediziner der Welt. Wir sprechen über den ganzheitlichen Ansatz der Gesundheitsanalyse und wie man die Zeichen seines Körpers richtig deuten kann. Ich hoffe, Sie sind dabei. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, Bündnis Sarah Wagenknecht, ich habe es vorher schon mal gesagt, es nutzt ja nichts, wenn man sowas in Berlin gründet, man braucht da vor Ort Leute, die da mitmachen würden. Deshalb an unseren Lehrer hier am Tisch, an den Pädagogen, was darfst du sagen? Was soll ich sagen? Ja, die Wahlurne, wie gesagt, die wird entscheiden. Und natürlich beim Aufkommen der Situation jetzt in Deutschland und auch weltweit geschuldet von Kräften, ich sage jetzt mal von extrem rechts, müssen natürlich die Links auch aufstehen. Es war ja schon immer so. Es ist ja immer dasselbe, das rechts, links, hin und her wie ein Ping-Pong-Spiel. Und da wird groß gesetzt auf irgendwas, anstelle zu sagen, naja, ich sage es mal ein bisschen nach Literatur, Nathan der Weise, der auch schon bei den Religionen ist es ja ähnlich, diese Parteienlandschaft sozusagen. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Es gibt nur ein Zusammen. Ja? Das Zusammen. Ja, aber das, in der Politik gibt es das ja nicht. In der Politik gibt es Leute, die bessern sein wollen, die mehrern sein wollen. Verstehst du, jetzt gibt es immer nur das Gegeneinander. Und dieses Destruktive, was Ludwig sicher auch fühlt und meint, Da sehe ich bei mir auch eine Verdrossenheit, da habe ich gar keine Lust mehr. Ich schaue, dass meine Welt in Ordnung ist und dass ich wirken kann in meiner Umwelt mit meinen Töchtern, mit meinen Freunden und so weiter und auch aktiv sein kann, Entwicklungshilfe machen kann, als Lehrer zum Beispiel und einfach den Mikrokosmos, das kann ich beeinflussen. Das andere, das ist mir auch zu viel. Da würde ich auch, steige ich jetzt auch aus. Der Makrokosmos besteht aus vielen Mikrokosmen. Darf man nicht außer Acht lassen, gell? Das ist wahr, ja. Das ist total wahr, ja. Aber ist es nicht verblüffend, wie gut es diese Frau und ihre Mitstreiter verstanden haben, praktisch aus sogenannten Rechten und aus rechten Positionen und aus linken Positionen dieses berühmte Hufeisen zu formen, das er so festhält und offensichtlich auch gewissen Belastungen trotzt. Ne? Ja, ich meine, das ist ja auch eine Frau, die schon ihre Erfahrung hat und ihre Mitstreiter hatte, sehr berühmte Mitstreiter. Ja.
sag mal, was meinst du? Der Frau wird natürlich Gehör geschenkt. Die kann auch, ich finde zum Beispiel, was sie sehr gut macht, sie ist eine der wenigen, die sehr gut zuhört. Ja, echt? Das habe ich immer so erlebt. Die meisten bellen ja sehr viel, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, aber sie hört sehr viel zu. Sie sagt dann auch laut etwas, aber sie hört immer erstmal zu. Also wenn sie auch irgendwo eingeladen ist, sie hört immer zu. Sie ist mehr zuhörend als, ich sag mal, bellend. Ja. Also die hat schon und gut, die linke Ecke, wir haben weniger Mittelstand, wir haben überhaupt weniger für die Rechte zum Füttern eigentlich, beziehungsweise außer die Extremrechte natürlich. Also was die Rechte zum Füttern? Wir haben unser Mittelstand wird immer kleiner, unsere Gesellschaft wird immer pluralistischer, immer diverser, immer immigrierter auch, natürlich brauchen wir auch. Und die Menschen, die brauchen natürlich einfach erstmal ein Dach über den Kopf und irgendwie die Basic Needs müssen erstmal erfüllt sein. Und da sind schon linke Kräfte gefordert. Ja. Also, ja, das Soziale, ja, das ist ja, letztendlich brauchen wir alles. Das ist ja wieder, was ich sage. Das eine nützt ohne das andere. Die Nachhaltigkeit, ja, eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, wurde damals am Club of Rome gesagt, die geht nur mit den Säulen der Umwelt, der Wirtschaftlichkeit und dem Sozialen in Harmonie. Das ist natürlich das Ziel. Ziel, beziehungsweise es wird nie erreicht werden, sondern es ist eigentlich ein Weg, so wie der Frieden auch. Ja. Jetzt meine die Frage. Pluralistisch heißt ja verzetteln und dass es für den Einzelnen, der dann ins Pluralistische geht oder die Einzelnen, die vereinzeln, dass es für die keine Vorbilder mehr gibt. Verstehst du? Ja klar, irgendwas, was man nachmachen kann. Weil es gibt ja nicht umsonst dieses berühmte Sprichwort, lieber was gescheit nachgemacht, als schlecht was selber erfunden. Na, das ist eine alte Regel. Sind wir in der Situation, wo wir keine Vorbilder mehr haben? Sowohl als auch. Also Vorbilder ist alles so relativ gesagt. Aber ich möchte sagen, und zwar wenn ich von mir ausgehe, also sehe ich keine Vorbilder. Ich sehe wirklich keine Vorbilder. Ja, weil das ist alles so ein Mischmasch in unserer Gesellschaft. Das ist der Wahnsinn schon langsam. Früher hat man in Bayern hat es einen Strauß gegeben, das war einer, der hat da hingehört am Tisch. Es gibt keinen in unserer Gesellschaft mehr oder in der Politik, der mal endlich am Tisch aufhaut und sagt, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen uns zusammentun wieder, dass wir unsere Stärke haben. Wirklich wahr, wirklich wahr. Also man muss beim Strauß immer vorsichtig sein, weil der Strauß hat ja früh in die eigene Tasche gearbeitet, da brauchen wir nicht drüber reden, aber der hat halt mit viel Leuten zusammengearbeitet, genau. Verstehst du? Der hat einfach alle mit ins Boot geholt. Und wenn dann der praktisch für sich selbst was gemacht hat, hat er ganz automatisch für andere halt auch was gemacht. Und das ist heute halt nicht mehr so, weil in der Politik wird nicht mehr ein, sondern ausgegrenzt. Aber habe ich das vorher mit dem pluralistisch richtig verstanden? Ja, ich meine, wir haben ja jetzt... Du bist der Lehrer, du bist eigentlich auch jemand, der gefragt ist, Vorbild zu sein. Ne? Ja, natürlich. Vorbild heißt aber auch wirklich... Ich sage immer den Schülern, jetzt macht es euch mal locker, es ist völlig wurscht, wer da vorne steht. Ja. Das ist überhaupt nicht. Das versuche ich provokativ zu sagen. Ja. Weil ich sage, ich bin nicht Lehrer, ich bin Trainer. Wir machen das zusammen. Wir arbeiten zusammen, wir gehen zusammen dadurch. Und wir haben einen fetzen Gaudi dabei, möglichst, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Das haben wir auch nicht gut. Das ist wie beim Fußballspielen. Ob das Mathe ist, hauptsächlich bei mir, das kann ja nur mit Spaß funktionieren. So. Aber das Pluralistische, klar, dieses Verzetteln, man braucht... Also es ist ein pluralistisches positiv besetzt, Verzetteln ist negativ besetzt, aber es ist das Gleiche, verstehst du? Und die Schüler, die ich sage, provokativ natürlich, du hast vollkommen recht, macht euch schlau. Ihr habt so viele Werkzeuge heutzutage. Ihr habt das Handy und das YouTube. Und da sind die besten Lehrer sind da, die zeigen euch, wie Mathe geht, wenn ich's nicht kann. Ja? Macht euch mal locker von diesen Persönlichkeiten. Provokativ in den Raum geschmissen. Ein bisschen ältere Schüler. Jetzt kommen ja Viertklässler oder Erstklässler. Aber so Pubertäre und so. Und es stellt sich heraus, dass die, selbst an der Uni, wo ich auch doziere, das hängt immer von dieser Person ab, die lehrt.
In der Politik, es hängt immer von der Person ab, die den Verein macht. Ein Schmidt und die SPD, das war halt Wahnsinn. Sehen wir jetzt. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.